Hallo, ihr beiden. Wo wollt ihr denn hin? Hallo, wir sind auf dem Weg zum Martinszug. Oh, das sehe ich. Ihr habt wirklich schöne Laternen dabei. Ja, die haben wir selbst gebastelt. Wisst ihr denn auch, warum wir heute noch einen Laternenzug machen? Ja klar, wegen St. Martin. Ja, das ist richtig. Kennt ihr denn auch die Geschichte von St. Martin? Leider nicht so genau. Kannst du uns die Geschichte von St. Martin erzählen? Ja klar, das mache ich gerne. Martin lebte vor langer, langer Zeit, ungefähr vor 1700 Jahren. Er war ein römischer Soldat, er sogar Offizier, und er lebte in Frankreich. Und warum ist Martin so bekannt geworden? Das hängt mit einer besonderen Geschichte aus dem Leben von Martin zusammen. Diese Geschichte hat man den Kindern immer wieder erzählt. Ist das die Geschichte mit dem armen Bettler? Genau, und diese Geschichte geht so. An einem kalten Wintertag reitet Martin durch die Stadt Amiens. Am Stadttor sieht er einen Bettler sitzen. Bitte helfen Sie mir, mir ist so kalt. Der Bettler wird erfrieren, wenn ihm keiner hilft. Da hat Martin eine gute Idee. Er nimmt sein Schwert und teilt seinen Soldatenmantel in zwei Teile. Den einen Teil gibt er dem Bettler, damit er sich wärmen kann, und rettet so dem armen Mann das Leben. Ich kenne ein Lied, das von dieser Geschichte erzählt. St. Martin, St. Martin, St. Martin ritt durch Schnee und Wind. Sein Ross, das trug ihn fortgeschwind. St. Martin ritt mit leichtem Mut. Sein Mantel deckt ihn warm und gut. Im Schnee da saß ein armer Mann, hat Kleider nicht, hat Lumpen an. Oh, helft mir doch in meiner Not, sonst ist der bittere Frost mein Tod. Warum hat Martin dem Bettler geholfen? Bei uns in der Fußgängerzone würden doch viele Menschen an den Bettler vorbeilaufen. Martin hatte von Jesus gehört. Er hatte gehört, wie Jesus kranken und traurigen Menschen geholfen hat. Man soll seinen Nächsten lieben, hatte Jesus gesagt. Das gefiel Martin. So wollte er auch leben. Bitte hilf mir, ich kann nicht mehr gehen. Martin hat immer wieder auf Menschen geachtet, die in Not waren. Ganz egal, ob es kranke oder arme Menschen waren, die ihn angesprochen haben. Und wo er konnte, hat er geholfen. Aber bei Martin Zug in Borg, es ist doch ein Bischof auf dem Pferd und kein Soldat. Wie kommt das denn? Eines Tages wollte Martin kein Soldat mehr sein. Er verzichtete auf sein Schwert und das Pferd. Er wollte ganz als Freund von Jesus leben und Gutes tun. Also ließ er sich taufen und wurde ein Mönch. Und viele Menschen kamen zu ihm und baten ihn um seine Hilfe. Denn sie vertrauten darauf, dass er ihre Sorgen ernst nahm und er sich um sie kümmerte. Als eines Tages ein neuer Bischof gesucht wurde, dachten die Leute sofort an Martin. Er würde ein guter Bischof werden, das wussten sie genau. Und Martin hat dann diese Aufgabe auch übernommen und er wurde tatsächlich ein sehr guter Bischof. Aber unser St. Martin in Borg hat doch einen langen weißen Bart, wie der Nikolaus. Da hast du natürlich recht.
Als Martin älter wurde, wuchs ihm auch ein Bart, so wie wir ihn heute kennen. Ich habe da noch eine ganz wichtige Frage. Warum tragen wir Laternen bei Martins Umzug? Das ist eine gute Frage. Martin hat dem Bettler einen Teil seines Mantels geschenkt, damit er sich wärmen konnte. So hat er das dunkle, traurige Leben des Bettlers für einen Augenblick heller und froher gemacht. Alle Menschen wie Martin, die Gutes tun, machen das Leben der Menschen, denen sie helfen, ein bisschen heller. Daran denken wir, wenn wir unsere Laternen tragen. Dann haben wir jetzt einiges über St. Martin gelernt. Danke, dass du uns die Geschichte so gut erklärt hast. Dann gehen wir jetzt mit unserer Laterne zum Umzug. Und los geht's! Sonne, Mond und Sterne, brenne auf mein Licht, aber nur meine liebe Laterne nicht. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne, sperrt ihn ein, den Wind, sperrt ihn ein, den Wind, er soll warten, bis wir zu Hause sind. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne, bleibe hell mein Licht, bleibe hell mein Licht, denn sonst strahlt meine liebe Laterne.